Mein Hirn ist aber noch nicht wach für heute. Das ist scheiße. Das muss wacher sein oder so. Glaube ich. So, wir sind ausgelaufen. Und wir laufen jetzt zu Rewe oder so. Guck mal, wir laufen alle in kurze Hose und das ist geil. Guck mal hier, dieser versiffte Fluss hier ist eingefroren. Da ist Eis drauf. Das heißt, bestes Wetter für diese Alljahreswetterhose. Guck mal, das hier, das ist die Biermeilenkarte. Genau, so laufen wir hin und so. Und da an diesen Stellen, da trinken wir Bier. Ich wäre ein Stück Hirn. Ich wäre ein Pfirsichgesicht mit Steinen drin, weil mein Hirn so klein ist. Bevor wir uns gleich unser erstes Bier ins Maul reinschieben, habe ich mir hier ein Koffein erstmal gekauft. So, wir sind jetzt bei diesem verschmierten Rewe drin und hier wird jetzt gerade das erste Bier ausgewählt. Du wählst das erste Bierchen aus. Ja, ich will das erste Bierchen aus. Wir haben jetzt diese Uhrzeit hier, 11.16 Uhr. Und ich habe gerade bei Rewe nochmal Code gemacht und darauf wird jetzt das erste Bier aufgemacht. Hey! Wenigstens einer hat's gefilmt. Das war der Kind gefrost. Ich bin ein Verranzungsgesicht. Eine richtige Verranztheit. Guck mal, wir sind hier bei diesem verschmierten Edeka angekommen. Ich bin jetzt da mit Bier aussuchen. So, ich habe Warsteiner genommen. Doch, du mochst. Nein, ich will nicht. Du mochst. Ich will nicht. Du mochst. Ich will nicht. Genau. Aber ich wollte doch essen Schnaps trinken. Einer davon war mir. Ich habe schon mal Analabfall produziert. Und dann bin ich rausgekommen, oder was? Wir sind hier bei Netto und hier wird jetzt das nächste Bier ausgesucht. Er sucht jetzt das nächste Bier. Der Fahrer, der macht auch Lost Places. Jetzt hast du mein Rülps übertönt. Heute funktioniert mein Magen voll scheiße. Ich hänge auf jeden Fall am meisten hinterher. Gib Prost! Ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug? Nein, das ist eine Turin, sein Bierkorken. Oh Scheiße, hier direkt gegenüber ist das nächste Biergeschäft. Und wir haben noch ganz viel, wir müssen das Ganze noch leer. Du hast ganz viel, der Hannes hat schon leer. Ja. Der Ramses hat noch Teer. Der Hannes hat das schon leer gemacht. Heute ist nicht mein Biertrinktag. Mein Magen fühlt sich los. Mein Magen fühlt sich heute irgendwie so komisch an. Hatscha! 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 Ja! Hast du noch einen auf Lager? Nicht mehr? Ich hab vergessen, wie das geht. Oh Scheiße, neues Bier ist gekauft. Scheiße! Prost! Prost! So! Prost! Prost! Jetzt haben wir gefühlt für Bianca. Guck mal, hier vorne ist ein nächster Biergeschäft. Und heute ist immer noch nicht mein Tag zum viel Bier trinken. Doch, guck. Bist bis jetzt dabei. Und der Hannes übertreibt es jetzt, weil der Hannes darf ja auswählen, der Hannes im Faxe. Guck mal hier. Neues Bier steht bereit. Ich habe das genommen, weil das passt am besten zu mir. Was ist denn mit dir nicht verkehrt? Das ist ja richtig. Der Hannes hat Durst. Jetzt... Fünfmal Faxe mitgenommen. Und warum? Warum hast du Faxe genommen? Dass ich schön besoffen werde und dann nochmal Spaß haben. Kamera, muss ich schon sagen, dein Bild ist extravagant. Meins schmeckt mir auch. Wir laufen jetzt mit Bier hier rum. Und guck mal, da vorne, da ist schon das nächste Biergeschäft. Hier ist ganz viel Schnee, oder wie das heißt. Jetzt ist mein Fuß voller Schnee. Das ist geil. So, hier, jetzt ist dieses Bier hier dran. Geprost. 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 Zum Kaufland, oder? Bis zum Kaufland noch ein Bonus. So, jetzt wird das hier getrunken. Bitburger Winterbock. Soll ich jetzt aufmachen, oder was? Ja. Weil ich noch angedichtet vom Vortag bin, fühle ich mich irgendwie besoffen. Kein guter Tag für sowas. Aber wir machen's. Da drüben, da hinten, wir haben natürlich das Bier uns ausgeleert. Aber da hinten, da ist das nächste Biergeschäft. Versifft. Hier ist schon versifft. Ich bin ein Fahrer. Wir müssen mehr Bier trinken. Guck mal hier. Wir sind schon wieder in einem Biergeschäft drin. Er ist gerade das hier rumgeschmissen.
Ich muss pinkeln. Ich muss Urin machen. Wir haben ein neues Bier gekauft. Das könnte man hier sogar so machen. Das ist Feuerzeug. Und jetzt kommt... Hannes? Noch da? So halbwegs. Noch da? Ich würde sagen, Bierstart. Hummus? Oh, guck mal, ich hab das. Auf der runden Kante habe ich das drauf. Geprostet, würde ich behaupten. Live-Schaltung beginnt bei Hannes. Live-Schaltung geht über zu Natururin. Oh, hört es? Das geht noch lauter, Schatzi, los. Ah, gut, das wird er nicht. Hier haben wir Ramon, der jetzt eigentlich mit Bier holen dran ist. Ich muss jetzt mal erst immer ein Bier holen. Du bist dran. Hier, den Vorraum zu verlassen. Aber selbstverständlich. Und jetzt werden wir gebeten zu gehen. Jetzt neues Bier trinken, Start. Da wissen wir uns schon, ob da bei mir auch sowas kommt. Obwohl in den ersten Stunden mir es nicht so gut ergangen ist, im Magen her und sowas, hat sich das belegt mittlerweile. Also jetzt fühle ich mich so langsam gut. Deswegen schließen wir erfolgreich die Wintermeile ab, wenn wir die letzten Biere getrunken haben. So, guck mal, wir sind jetzt hier in der vorletzten Station. Ich habe das Hasenhell ausgewählt. Wir haben jetzt dieses Bier hier. Und, wir haben noch eine Bierstation. Noch eine Bierstation haben wir noch. So, es wurde jetzt gerade Desperados bestellt. Und das hier, das ist das letzte Bier von der Meile. Und danach gibt es Bonusbier. Bonusbier. Gib Prost. Hoppa. Bonusbier. Ich bin ein Wurm. Es muss mehr Uralabfall produziert werden.